Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen 3. Heute werden wir, wenn alles nach Plan läuft, mit Zack jetzt reden. Wenn ich weiß, wo der ist. Moment, da ist was. Da ist noch eine Blume, die wir nicht gepflückt haben. Aber wo ist Zack? Der müsste hier irgendwo sein. Er hat gesagt, wir treffen uns nachts. Sekunde, ich will die Quest nochmal aus. Und zwar Hexenjagd, genau. Zacks Versuchung. Okay, what the fuck? Warum ist der dort hinten? Das war so nicht geplant. Ganz ehrlich, was bildet er sich ein, einfach nicht mehr dort zu stehen, wo uns die Quest gegeben hat? Ich meine, ist ja nicht normal. Ist der jetzt... Ja, der ist hier, ist der in der Kneipe? Wie es aussieht. Hey! Lass uns zum Ritualplatz aufbrechen. Komm halt Nacht wieder. Das Ritual funktioniert nur, wenn es dunkel ist. Es ist doch Nacht. Ja gut, es ist noch nicht dunkel, aber... Ach, leck mich. Muss ich nochmal schlafen, oder? Ja, wie es aussieht, oder? Ich meine, ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass es jetzt einfach so auf Anhieb funktioniert, aber... War vielleicht auch ein bisschen blöd von mir, das anzunehmen, ich meine... Aber es funktioniert schon auf einmal. Bis Mitternacht schlafen, und wenn er uns jetzt immer noch sagt, dass wir nachts wiederkommen sollen, dann boxe ich ihm mal seine fette Plunze. Seine fette Wampe. So. Hup. Und ist er jetzt immer noch dort? Ja, gut. Scheinbar ist ein Kneipenfuzzi. Aber ich kann auch hier reingehen. Hier sind wir das erste Mal reingegangen in die Kneipe, glaube ich. Beim allerersten Mal. So, da. So, jetzt endlich. Lass uns zum Ritualplatz aufbrechen. Alles klar, folge mir. Ja, super, endlich. Ich stehl hier mal nichts, das sieht der Barkeeper sicher nicht gerne. Lass uns weitergehen. Ja, ja. Ich folge dir auf Schritt und Tritt, mein lieber Freund. Oh, er ist im Westen der Insel. Interessant. Moment, hier waren wir doch schon mal. Hier haben wir Knochen gefunden, oder? Oder irre ich mich da? So, wir sind da. Ich werde jetzt anfangen. Gavlgar, Gavlgar. Das kann ich nicht lesen. Klara Fagal, Rafgalalala. Was geht mit dem? Wer zum Teufel soll das denn lesen können? Wie, was? Scheiße, warum unterbrechen? So viele Menschen sind auf dieser Insel gestorben. Und trotzdem ist der Friedhof so klein. Das liegt vermutlich daran, dass die meisten hier einfach in den Felsspalt hinter der Stadt geschmissen werden. Okay, während wir kämpfen, hat Edward mal seine philosophischen Ergüsse. Wunderbar. Alter. Was beschworener Höllenhund. Alter, Zack ist tot. Hätte der leben müssen? Ach nee, der ist nur bewusstlos. Das war's mit dir, du Mistvieh. Moment, ich will den gern looten. Was auch immer der jetzt gegeben hat. Schattenwaffen nehme ich gerne. So, Zack. Oh, Buch des Bösen erhalten, super.
Ist die Quest damit beendet? Scheint so. Tja, Wiedersehen. Ich bin mal weg. Sehr schön. Ein weiteres Buch der Hexenjagd. So, und ich schätze mal, beziehungsweise ich denke jetzt nicht nur, ich mache das jetzt auch. Ich werde jetzt die Quest, Crew Quest müsste das sein, weibliche Reize. Patty kann mir helfen, Gold zu machen. Sie soll wohlhabende Männer bezirzen, um in ihre Besitztümer zu kommen. Patty hat sich nach einigen, sagen wir mal, nicht ganz so... Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Fuck off, Bones. Sie hat sich halt nach einiger Zeit überreden lassen. Ich rede jetzt nochmal mit all denen. Was wird, wenn das alles hier vorbei ist? Gute Frage. Ich gehe mich besaufen, schätze ich. So spricht ein wahrer Held. Unsinn. Das werden wir alle tun. Vermutlich, aber keiner glaubt so fest daran wie du, dass es auch so kommen wird. Und genau darum wird dein Plan auch aufgehen. Danke, Horace. Wir sollten dich mal mitnehmen, du bist echt... Schau, was Sadek hier für dich hat, Captain. Dies ist der Blick des Alchemisten. Jede Art von Heilpflanze wirst du damit in deinem näheren Umfeld sehen können. Guter Stoff. Danke. Jetzt weiß ich, was hier nicht stimmt. Tatsächlich? Irgendwie spüre ich die Gegenwart des Bösen um uns. Es ist, als ob wir fortwährend von einer unsichtbaren Macht angeglotzt werden. Schlaf dich mal richtig aus, dann gehen auch deine Hirngespinste weg. Vielleicht. Ja, höchstwahrscheinlich, Edward. So, bevor wir weiteres machen, gehen wir mal kurz schlafen. Bis zum Morgen schlafen. Oh, wenn man eh schon nur von Mitternacht bis zum Morgen schlafen kann. Soll man das auch genießen, weil es gibt viel zu tun. Die Welt retten, Pattys weibliche Reize ausnutzen und so weiter. Was? Ach du schon wieder. Was ist los? Du siehst nicht sehr glücklich aus. Glücklich sagst du? Glück gibt es nicht in Tagen wie diesen. Meine Seele wird nie wieder die Ruhe und Geborgenheit einer Familie finden. Sie ist mir genommen worden. Die Schergen haben sie verschleppt. Oh, das wusste ich nicht. Schon gut. Das macht mich nur noch stärker, glaub mir. Ich habe geschworen, dass ich erst wieder Ruhe geben werde, wenn der letzte Scherge tot vor mir am Boden liegt. Und diesen Schwur werde ich erfüllen. So spricht ein wahrer Held und nicht, dass wir uns besaufen. Also. Kapitän Feigling! Ah! Was? Wer hat das gesagt? Kapitäns Crew! Ah! So, so. Na, wir werden ja sehen, wer am Ende noch da ist, wenn die Schlacht erst richtig losgeht. Pollys Papa, Hilfe! Das hast du schon einmal gesagt. Seltsam. Wer wohl dieser Pollys Papa ist? Erzähl mir mehr über Pollys Papa. Holzkopf! Ach, vergiss es. Ich wette, wenn wir oft genug mit dem sprechen, ergibt das eine Quest. Aber egal. Jetzt geht's auf zu Pattys Reizen. Und nicht wie ihr jetzt denkt, ihr Schweine! Hey, dir ist aber schon klar, dass hier alles drunter und drüber läuft, ja? Was meinst du? Na eben genau das. Du weißt nicht einmal, wovon ich rede. Du musst dich mehr um deine Crew kümmern. Sonst tanzen sie dir am Ende nur auf der Nase herum. Das mache ich doch. Außerdem, wenn alle Stricke reißen, verlasse ich mich ganz auf dich. Ja, ja. So. Erstmal Anmerkungen zur aktuellen Lage. Oder starten wir? Ja, starten wir jetzt endlich mit der Quest. Weibliche Reize. In Ordnung. Wen nehmen wir als erstes aufs Korn? Colby. Einer der Piraten auf Kila weiß etwas. Und er steht auf mich. Er war früher mal auf dem Kahn von Kapitän Degenkolb. Ich möchte wetten, dass ich ihn dazu bringen kann, etwas über den Verbleib von Degenkolbs Gold zu erzählen. Gut. Dann nichts wie hin. Vergiss aber nicht, mich mitzunehmen. Sonst wird er nicht reden. Alles klar. Okay, dann noch kurz. Anmerkungen zur aktuellen Lage? Man kann diese Idioten keine 2 Tage alleine lassen. Was haben diese Versager bloß aus unserem Hauptquartier gemacht? Am liebsten würde ich in dem Drecksnest mal richtig aufräumen. Okay. So. Gut, dann geht's auf nach Kila. Bitte lass uns nichts angreifen. Bitte, bitte.
Okay, Ladescreen ist gut. Dann mal los. Was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Du wirst sterben. Wie viel Gold haben wir? Wobei, nein, leck mich. So. Komm mit. Gut. Okay. Das Schlimme ist, dass wir hätten Matt. Wir hätten nie mit Matt reden dürfen. In meinem zweiten Spieldurchgang werde ich das einfach nicht machen. Und solltet ihr das sehen, bevor ihr es spielt, redet nicht mit Matt. Redet nicht mit Matt. Ich sag's noch 10-mal. Redet nicht mit Matt. Redet nicht mit Matt. Und stellt's euch nochmal 8-mal vor. Weil ich bin nicht so jetzt der Typ, der das 10-mal sagt. So, Colby. Ich kenne Colby. Colby ist der Messerwerfer hier. Oder ist das ein anderer? Nee, ich glaube, es ist der Messerwerfer. Nein, das ist Buddy. Wer ist Colby? Genau. Oh, der Silbertyp ist Colby. Ja, genau. Zuerst etwas. Ich habe hier etwas Tafelsilber. Danke. Okay. Also. Moment, reden wir erstmal mit ihr. Eventuell kann sie das jetzt. Nee. Also. Ich hörte, du warst mal auf Kapitän Degenkolbs Schiff. Ja, aber ich will nicht darüber reden. Auch nicht mit mir? Patty? Aber... Hey, wir haben uns doch immer gut verstanden, oder? Ach ja? Du nanntest mich einen Hans Wurst. Ach komm, was ist schon so ein kleiner Seitenhieb unter Freunden? Freunde, sagst du? Ja klar, sind wir doch, oder? Ja? Sag mal, der alte Degenkolb hat doch seine Schätze vergraben, oder? Ja, und das immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Oh, das ist aber spannend. Erzähl mal. Naja, er vergrub sein Zeug meist bei einem Flussdelta, Wasserfall oder etwas Ähnlichem. Hast du gerade wirklich Freunde gesagt? Ach, bei der vielen Plauderei habe ich ganz die Zeit vergessen. Ich muss nun leider gehen. Ja, ist gut. Wir sehen uns später, ja? Feiner Colby. Das ging ja wie am Schnürchen. Ich weiß jetzt, wo Degenkolb seinen Schatz auf der Krabbenküste vergraben hat. Ich wusste, dass es funktioniert. Sehr gut sogar. Wer ist der Nächste? Wir sollten es nicht übertreiben, sonst haben wir bald alle Piraten gegen uns. Du hast recht. Wir sollten zumindest die Insel wechseln. Steuere einfach ein paar andere Inseln an. Ich sag dir dann Bescheid, wenn mir wieder jemand einfällt, den man ausquetschen könnte. Alles klar. Gut, das heißt Inselhopping jetzt, oder was? Ja, ist ja nicht so schwer. Gehen wir gleich nochmal nach Takarigua? Ja, oder? Da waren wir auch schon länger nicht mehr. Scheiße, jetzt ist wieder Nacht. Ich mag Quests nicht in der Nacht machen. Also kämpfen in der Nacht macht mir nichts, aber so Quests, wo man mit Leuten reden kann, dann sieht man die Gesichter nicht und... Gut, sie sind nicht die schönsten oft, aber ich meine, man sollte die Arbeit der Entwickler doch schon ein bisschen würdigen. So. Nächster... Hey, ich habe wieder einen dunklen Fleck unter Wasser in der Nähe der Küste gesehen. Ein weiteres Seeungeheuer? Ganz bestimmt. Es scheint noch größer zu sein als das letzte. Also mach dich bereit für den nächsten Kampf, wenn du in See stichst. Ach nein. Ach, leck mich doch. Gut, weibliche Reize. Meinst du, wir könnten dein Talent auf dieser Insel einsetzen? Ich sehe mich schon wieder an einem Herd irgendeines durchgedrehten Inquisitionssoldaten. Nee. Mit Takarigua bin ich fertig, mein Lieber. Ach, leck mich doch. So, gibt's hier noch irgendetwas? Ich glaube ja nicht. Nein, das ist alles nichts. Nein. Wobei, Inquisition ist doch auf Takarigua, oder?
irgendwann wird es zur Schlacht zu ihm kommen, okay? Also erst dann wird das... Ja gut, ich nenne diese Folge einfach trotzdem weibliche Reize, weil wir uns hauptsächlich damit beschäftigen. Dann würde ich sagen, stechen wir in See Richtung... Antigua? Calador? Ja, gut, es kommt zwar ein Kampf, aber was soll's. So ein kleiner Nebenkampf, ich meine, so wirklich Bosse sind das ja nicht, oder? Das sind einfach nur so ein bisschen größere Kämpfe. Und es ist Nacht. Wo? Ich sehe es nicht. Falls es irgendwo ist. Wo zur Hölle? Hallo? Ja. Es ist hinter uns. Ja gut, wirklich hinter uns ist das jetzt nicht. Oh, ich mach Schaden, sehr gut. Augen auf. Huh. Was war das gerade? So eine Art Feuerball? Ja, es kommt auf uns zu, oder? Oder ist es abgedreht? Es taucht sich ja wieder hier irgendwo auf gleich. Leck mich. Die Sache ist, wir können uns nicht heilen. Zumindest, ich drück gerade. So. Stirb. Los. Ach, verdammt, wir haben es fast. Also fast. Fast ist gut, aber... Wenn es sich einmal relativ direkt vor uns befindet... Nein, es hat uns gerammt. Och nee. Nein. Gut, es braucht wahrscheinlich noch ein, zwei Treffer, aber wir auch nur noch. Kacke. Ich muss es vor... Es kommt von hinten. So. Muss irgendwie schauen, dass ich auf Distanztreffer ein... nicht einstecke, sondern austeile. Aber die Distanz ist ein bisschen groß. Mach
Mach es fertig! Hat das eine gerade getroffen? Augen auf! Oh nein! Alter, ich bin ausgewichen. Erledige es! Aufpassen! Da hinten! Ja, ich seh's. Aufpassen! Mistvieh! Oh. Wir haben's geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wow, geil. Ach, gute Güte. Wunderbar. Hey, hör mal. Ich denke, ich habe da eine Idee, wie wir hier auf Kalador Gold machen können. Tatsächlich? Ja. Ich hörte, die Leute hier haben eine große Taverne. Ich werde mich da mal umhören. In Ordnung, aber sei vorsichtig. Bin ich doch immer. Also, triff mich bei der Taverne. Vielleicht haben wir ja Glück. Bis später. Okay. Siehst du, wie ich schon sagte, es war wieder ein Seeungeheuer. Ja, und zwar ein ziemlich bösartiges Exemplar. Ich werde weiter Ausschau halten. Wenn mir wieder etwas in der Art auffällt, sag ich dir Bescheid. Alles klar, super. Aber ich hoffe, es wird dir nichts mehr in der Art auffallen, auch wenn ich ziemlich stark glaube, dass es doch der Fall sein wird. Da ich Patty bei der Taverne treffe, kann ich genauso gut mich hier einfach zur Taverne teleportieren und Patty treffen. Mal schauen, wen sie jetzt ausnehmen kann, beziehungsweise wen wir jetzt ausnehmen können. Ist hier drin? Patty? Wo zur Hölle? Wo ist denn sie? Jo. Irgendjemand Patty gesehen? Oh, hier. Oh. Okay. Verdammt, wo bleibst du denn? Ist ja gut, ich bin ja jetzt da. Wieso bist du so aufgeregt? Wieso? Dieser Dreckskerl von einem schmierigen Händler in der Taverne hat mich begrapscht, darum. Wo ist der Kerl? Sein Name ist Kramer. Er steht in der Taverne und macht große Sprüche über Gold und Reichtum. Ich dachte, ich höre mir mal an, ob an seinen Geschichten etwas dran sein könnte. Er brauchte nicht lange, da zerrte er schon an meinen Klamotten. Also entweder du gehst jetzt da rein und regelst das. Oder ich schieße das Schwein über den Haufen. Okay. Was denn noch? Geh gefälligst zu diesem schmierigen Kramer und zieh ihm das Fell über die Ohren. Er hat deine Schwester belästigt. Ja, ja, und deshalb sollen wir das jetzt regeln, oder was? Ja, gut. Machen wir halt schon mal. Na, ich schau mal, ob vielleicht gibt's auch eine andere Lösung als den Degen. Wer ist hier Kramer? Du bist doch nicht Kramer. Nee, du bist Travis. Bist du das? Ja, wahrscheinlich, oder? Ja. Hey, suchst du etwas Bestimmtes? Warum? Kannst du es mir denn beschaffen? Möglicherweise. Also, ich habe hier ein paar schöne Stücke auf Lager. Musst mich nur fragen. Warum? Okay, fragen wir den mal alles. Warum kann ich nicht mit dem über Patty reden? Reisender Händler? Ja, richtig. Mein Zuhause ist überall und nirgendwo. Das kenne ich. Und wie ergeht es dir hier? Ich habe mich bisher mit dem Handel von Kleinkram, Ringen und Amuletten über Wasser gehalten. Was meinst du? Kommen wir ins Geschäft? Na, okay, jetzt können wir drüber reden.
Aber zuerst. Okay, zeig mir deinen Kram. Uralter Degen. Naja. Schub, oh, Kugeln. Kugeln nehme ich auf jeden Fall. Sonst. Papageienflug haben wir noch genug. Und ihm verkaufen. Ja, Schattenklinge. Sonst. Mörserpistole brauche ich ja nicht, oder? Nee. Wurfdolch habe ich auch noch nie eingesetzt, also. Sonst. Ja. Moment, haben wir von ihm Schattenwaffen gekauft? Ach, leck mich doch. Wir haben 50 Schattenwaffen gehabt gerade. Das ist nicht... nicht normal. Oh. Die Karaffen konnten wir aber nicht bei dem Typen verkaufen. Leider. Schwarze Perle. Oh, Diamant. Ja, ich würde sagen, das passt so. So, und jetzt mal Tacheles reden. Ich hörte, du bist ein recht aufdringlicher Bursche. Wie bitte? Was soll das heißen? Man sagt, du fasst hier die Frauen an, auch wenn sie es gar nicht wollen. Wer sagt das? Meine Schwester, du Schleimbeutel. Hey, nur keinen Ärger, Kumpel. Am besten, wir vergessen die Sache einfach, okay? Alter, okay, was ist jetzt hier die Antwort, die richtig oder gut ist? Wahrscheinlich das untere, es war bis jetzt immer so. Außerdem Gold klauen und es bringt uns ja... Wobei, wir wollen ja Gold. Aber ich glaube, für die Ehrenrettung ist das untere besser. Nichts da. Ich poliere dir jetzt erstmal die Fresse. Na schön, du willst es wohl nicht anders. Dann zeig mal, was du drauf hast, du Schwächling. Mach schon! Los doch! Ja gut, so überstark ist der jetzt Gott sei Dank nicht. Penner. Ach fuck, ich konnte ihn nicht einmal ausrauben. Warte, ich hab's ja kapiert. Nicht mehr schlagen, okay. Sekunde. So, jetzt probieren. Gib mir einfach dein Gold und ich bin weg. Ja, ja, hier hast du es. Und jetzt lass mich in Frieden, okay? Oh. Perfekt. Das war richtig und gut. Keine Seelenpunkte Abzug. Perfekt. Und wir können unserer Schwester wieder in die Augen blicken. Auch wenn ich weiß, dass ihr ganz genau woanders hinblickt. So. Ich denke, Kramer ist genug gestraft. Na gut. Dann belassen wir es dabei. Jetzt lass uns aber ganz schnell wieder von hier verschwinden, ja? Dieser Ort geht mir langsam auf die Nerven. Okay, schon wieder Anmerkungen? Anmerkungen zur aktuellen Lage? Die Dämonenjäger sind auch nur ein weiterer Volksstamm, der versucht, wieder Ordnung ins Chaos der Südsee zu bringen. Wenn du mich fragst, ist das nur ein netter Versuch, mehr nicht. Dazu sollten diese Idioten erst unter Beweis stellen, dass sie es schaffen, sich vernünftig zu organisieren. Komm mit. Ei. So, ja. Eine Taverne. Kein Wunder, dass wir uns hierher verirrt haben. Das muss wohl in der Familie liegen. Das war deine Idee, hierher zu kommen. Egal. Gut. Sonst haben wir... Ja, ich weiß. Sekunde. Wenn ich ins Logbuch schaue, die Quest Weibliche Reize ist, glaube ich, noch immer aktiv, ja. Eventuell deshalb und andererseits aber, weil wir natürlich noch nicht auf allen Inseln waren. Wir waren noch nie... Doch, Moment, ich gehe mal auf Antigua noch wieder zurück und dann wird es auch bei Zeiten mal Krabbenküste, Taranis, Nebelinsel, Insel der Diebe, die haben wir alle noch. Wir waren bis jetzt nur auf 3 Inseln, leck mich. Also es ist doch noch, glaube ich, relativ viel vor uns.
Hey, ich möchte an Land gehen. Klar, kein Problem. Was hast du vor? Ich will mich in der Taverne umhören. Bestimmt hat der eine oder andere ein kleines Geheimnis, das ich ihm entlocken kann. Hol mich in der Taverne ab. Ich werde dort auf dich warten. Gut, dann bis später. Super, Gerüchteküche auf Antigua. Okay, dann kommt mal Patty wieder mit, dann nachher. Hafen ist, glaube ich, besser, um zur Taverne zu gelangen. Warum habe ich die Quest jetzt nicht aktiv? So. Also. Okay, ich habe zweimal gespeichert. Ja, die Quest, ich glaube, die bringt uns noch gut Gold, weil allein von dem einen Typen da gerade haben wir fast 1000 Gold bekommen, also... Ja. Was hat Morgan sich bloß dabei gedacht? Nein, beachtet mich gar nicht. Ich schätze, er hat die letzten Wochen gar nichts mehr gedacht. Irgendwie war er schon komisch, das ist wahr. Jo, Patty? Antigua. Hier kommen alte Erinnerungen hoch. Ah, da bist du ja. Ich habe gute Neuigkeiten. Du kennst doch noch den alten Piratenkapitän Romanov. Hm. Ich hörte, er sei tot. Er soll hier auf der Insel eine seiner Truhen zurückgelassen haben. Jeder weiß, wo sie steht. Doch aus Angst vor dem Fluch Romanovs traut sich niemand, sie anzufassen. Mich kann kein Fluch mehr beeindrucken. Wie auch immer, wir müssen vorsichtig sein. Die Truhe steht in einem sehr gefährlichen Gebiet. Hier, ich zeichne dir auf deiner Karte ein, wo sie steht. So, das sollte leicht zu finden sein. Okay. Komm mit. Gut. Jeder, der Risen 1 gespielt hat und kam auch in Risen 2 vor... Ich habe wirklich gerade gedacht, ich hätte Vater in der Ecke liegen sehen. Vermisst du ihn? Manchmal. Oh. Auf jeden Fall, Romanov ist ein doch relativ eines der bekannteren Gesichter in der Risen-Serie. Wo? Ach so, ist es jetzt nicht eingezogen? Ah. Romanovs Versteck, ich werde es liegen. Ja. Natürlich im Hinterland, wo denn auch sonst. Aber gut, dass wir da schon alles von Schatten befreit haben. Das bedeutet, es ist jetzt eigentlich nur ein kleiner Marsch. Ja, Richtung innere Insel, Totenkopfhöhle. Es ist auf so einer Art Plateau, aber ich denke mal, zur Not mit Papageienfluch. Mein Bär hat gerade die Erde gebebt. Und wahrscheinlich kommen wir da auch irgendwo anders hin. Ja, irgendwelche seltsamen Geräusche. Okay, da geht's nicht hoch. Aber hier natürlich. Ist nur doppelt so hoch fast und... Na, egal. Das heißt, hier hinten waren wir noch nicht oder ist der Schatz quasi neu dazugekommen? Ah, ja, da links. Die Frage ist, wie wir da hochkommen. Oh, hier war ja dieses eine große Vieh. Ich erinnere mich. Schwertdorn. Entschuldigung, ich probiere mal. Da gehst du alleine hin. Ach, leck mich. Okay, Sinkflug. Oh, hier ist ein Teleportstein. Wir haben ziemlich viele, muss ich sagen, glaube ich. Ich glaube, wir haben mal... Wobei, hatten wir mal viele und jetzt haben wir wieder quasi keine mehr. Egal. Heldenkraut. Und die Truhe steht genau... Hier? Oh, das ist clever versteckt. Ja, das heißt doch versteckte Truhe. Oh, 900 Gold, leck mich. Super. Andere Frage, wie kommen wir hier wieder raus? Ach so.
Geronimo! Au. Patty? Patty? So, ich bin wieder da. Bin wieder da. So. Tja, der Fluch des alten Romanovs hat mich wohl verschont. Ich habe seine Truhe geplündert, aber es geschah nichts weiter Aufregendes. Dann freuen wir uns doch einfach über das Gold, das er uns hinterlassen hat. Gute Arbeit. Ich würde sagen, auf Antigua sind wir fertig. Alles klar. Das heißt, es geht... In Antigua ist ja auch sonst nichts zu machen. Moment, ich schau mal kurz, wo die Hexenjagd noch ist. Nur so als kleine Taranis. Auf Antigua ist noch was von der Hexenjagd? Leck mich, wo denn? Zack, Quest Hexenjagd. Hä? Moment. Sekunde, ich teleportiere mich. Ich bin ja nicht blöd. Warum ist... Zack... Warum hat... Wir haben ihm das... Wir haben ihm das Buch abgenommen. Also was soll der Scheiß? Friede ihrer Asche. Ja... Hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es hat genauso geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ja, ja, schon gut. Du hattest recht. Vielleicht war der Plan doch nicht so gut. Hier, nimm das Buch. Das werde ich bestimmt nicht nochmal versuchen. Haben wir nicht ein Buch des Bösen von ihm abgenommen? Okay, ich glaube, der hat uns jetzt einfach nichts gegeben, weil wir es schon abgenommen haben. So, es fehlen uns noch zwei und wie es ausschaut, sind beide auf Taranis. Wie es ausschaut. So, auf jeden Fall. Ja, das ist auf der Krabbenküste, also. Ja, auf der Krabbenküste. Ja, würde ich sagen, ist die Quest weibliche Reize jetzt erstmal zur Ruhe zu betten. Ja, wir werden vielleicht nochmal auf einer anderen Insel was machen. Nächstes Mal würde ich aber sagen, geht es erstmal auf eine andere Insel, außer Kila, Takarigua und Antigua und Kalaya, gut. Uns fehlen noch diese drei Inseln in dem Halbkreis da oben. Insel der Diebe, na. Auf Kila möchte ich jetzt erstmal ein bisschen verzichten. Ja, Taranis ist, glaube ich, noch so eine der Inseln, wo ich mir vom Gefühl sage, da ist nichts schlimm, da geht alles noch halbwegs, das sind Menschen, das sind Quests, ganz normal. So, und ich würde sagen, bevor Bones wieder sagt, dass wir einen dunklen Fleck im Wasser sehen, ja, ich glaube nicht, dass er das so häufig machen wird, hoffe ich. Auf jeden Fall sage ich bis zum nächsten Mal bei Let's Play Risen 3. Bis dahin, tschüss Leute.